Anna betreibt eine Schokoladenfabrik. Sie bietet ihren Kunden einen besonderen Handel an. Jeder kann 5 Schokoladenpapierchen gegen einen Schokoriegel eintauschen. Robert hat 2 Wochen lang gesammelt und 77 Papierchen gefunden. Kannst du sagen, wie viele Schokoriegel er von Anna maximal bekommen kann? Robert kriegt 19 Riegel. Und so funktioniert's. Erst tauscht er seine 77 Papierchen gegen 15 Riegel ein. 2 Papierchen bleiben übrig. Nachdem er die 15 Riegel ausgepackt hat, kann er 15 Papierchen gegen 3 weitere Riegel eintauschen. Mit seinen übrigen 2 Papierchen und den neuen 3 bekommt er noch einen Schokoriegel. 15 plus 3 plus 1 ist gleich 19. Henry ist ein Astronaut von der Erde. Er war mit seinem Raumschiff auf einem anderen Planeten in einer unbekannten Galaxie gelandet und studierte die Bewohner. Doch dann musste er zur Toilette. Als er die beiden Türen zur Damen- und Herrentoilette sah, war er verwirrt. Er verstand die Sprache auf diesem Planeten nicht und konnte daher auch nicht fragen, welche die richtige Tür war. Zum Glück traf er einen Einheimischen, Mo, der Deutsch verstand. Er selbst sprach aber nur seine eigene Muttersprache. Welche 2 Fragen sollte Henry stellen, um herauszufinden, welche die richtige Tür ist? Er sollte auf eine Tür zeigen und fragen, ist das die Herrentoilette? Dann muss er sich Mos Antwort merken und fragen, bin ich ein Mann? Sagt Mo dasselbe Wort, war die Toilette, auf die er zuerst gezeigt hat, die Herrentoilette. Benutzt Mo jedoch ein anderes Wort, ist es die Damentoilette gewesen. In einer Schachtel lagen 9 Pralinen. 9 Personen nahmen sich je eine Praline. Doch eine Praline blieb in der Schachtel. Wie ist das möglich? Ganz einfach, die letzte Person nahm die Praline mit der Schachtel. Auf diese Weise blieb die Praline in der Schachtel. In einer kalten Nacht spazierten 4 Freunde durch die Nachbarschaft. Irgendwann versuchten sie, sich unter einen Regenschirm zu quetschen, aber der Schirm war zu klein. Trotzdem blieben alle 4 trocken. Wie ist das möglich? Es hat nicht geregnet. Das sind Erika und Jan. Hast du eine Ahnung, warum er sie geschubst hat? Sie drehen einen Film. Siehst du nicht den Kameramann, der sich im Fenster spiegelt? Boris organisierte ein Wettspiel für seine Freunde. Den Regeln zufolge würde er 2 Bonbons, einen gelben und einen roten, in eine dunkle Schachtel legen. Wenn der Spieler den roten Bonbon zieht, erhält er 5000 Euro. Zieht er jedoch den gelben, muss er 500 Euro zahlen. Dummerweise ist Boris ein Betrüger. Er hatte 2 gelbe Bonbons in die Schachtel gelegt. Boris Freundin Vanessa hatte beobachtet, wie einer nach dem anderen verlor. Doch als sie an der Reihe war, gewann sie 5000 Euro. Wie hat sie das angestellt? Sie hat den Bonbon gezogen, ohne ihn jemandem zu zeigen und direkt aufgegessen. Dann nahm sie den verbliebenen Bonbon, der bekanntlich gelb war, und zeigte ihn allen. Boris musste zugeben, dass der erste Bonbon rot war. Andernfalls hätten alle herausgefunden, dass er betrogen hat. Nina ging zum Speeddating und traf 3 nette Männer. Am folgenden Tag lud jeder von ihnen Nina ein. Kannst du ihr helfen, die richtige Wahl zu treffen? Ben hat sie nicht mal gefragt, ob sie ausgehen möchte. Außerdem ist er ziemlich unhöflich und herrisch. Roland kennt sie kaum. Es ist riskant, ganz allein zu ihm nach Hause zu fahren. Nina sollte daher mit David ausgehen. Er scheint nett und anständig zu sein. Anna hat 2 Strippen. Sie kann mit Sicherheit sagen, dass eine Strippe genau eine Stunde lang brennt, wenn sie sie an einem Ende anzündet. Kannst du Anne helfen, mit Hilfe der Strippen 45 Minuten abzumessen? Sie sollte die eine Strippe an beiden Enden anzünden und die zweite nur an einem Ende.
In 30 Minuten ist die erste Strippe komplett abgebrannt. Um nun noch 15 Minuten abzumessen, muss sie die zweite Strippe ebenfalls am zweiten Ende entzünden. Wenn sie abgebrannt ist, sind genau 45 Minuten vergangen. Adam ist ein berühmter Opernsänger. Er tritt 7 Tage in Folge für den König und die Königin auf. Als Lohn für seine Arbeit erwartet er ein 1/7 Goldbarren pro Tag. Adam akzeptiert keine Vorkasse und will täglich bezahlt werden, nämlich mit 1/7 Goldbarren. Wie viele Schnitte müssen mindestens gemacht werden, um Adam jeden Tag bezahlen zu können? Nur 2, das geht so. Tag 1, schneide 1/7 vom Goldbarren ab und gib es Adam. Tag 2, schneide 2/7 ab und gib Adam das Stück. Er gibt dafür das erste Stück zurück. Tag 3, gib dem Sänger das 1/7 Stück, das du am Vortag zurückbekommen hast. Tag 4, gib Adam das übrige 4/7 Stück. Du erhältst das 1/7 und das 2/7 Stück zurück. Tag 5, gib Adam das 1/7 Stück. Tag 6, Adam bekommt das 2/7 Stück und gibt dir sein 1/7 Stück zurück. Und schließlich an Tag 7 gibst du Adam sein letztes 1/7 von dem Goldbarren. Jana und Samuel kamen an einem malerischen Zeltplatz an. Für ihr Zelt gab es 3 Optionen, im Wald, auf der Wiese oder am See. Für welchen Platz sollten sie sich entscheiden? Die beste Wahl ist die Wiese. Im Wald leben wilde Tiere und am See, sieh genau hin, hinter dem Busch versteckt sich ein Zombie. Vermutlich nicht der angenehmste Nachbar. Georg ging eine Straße entlang. Plötzlich tauchte ein Zauberer aus dem Nichts auf und teleportierte Georg in sein Schloss. Er ließ Georg zwischen 3 Türen wählen. Hinter der ersten Tür lauert ein hungriger Tiger. Hinter der zweiten Tür erwartet ihn ein wütender Dinosaurier. Und der Raum hinter der dritten Tür ist mit giftigen Gasen gefüllt. Für welche Tür sollte Georg sich entscheiden? Die zweite. Dinosaurier sind seit Millionen Jahren ausgestorben. Jonas hat einen Apfelbaum. Die Anzahl der Früchte auf dem Baum verdoppelt sich jede Woche. Nach 30 Wochen hängt der Baum voller Obst. Kannst du erraten, wie viele Wochen der Baum benötigt, um bis zur Hälfte mit Orangen gefüllt zu sein? Orangen wachsen nicht an Apfelbäumen. Aber wenn ich nach Äpfeln gefragt hätte, wären es 29 Wochen, da wir ja wissen, dass sich die Anzahl der Äpfel jede Woche verdoppelt. Im Ozean liegt eine Insel. Auf der Insel steht ein Haus. Mitten im Haus steht ein Glas Wasser. In dem Wasserglas liegt eine Münze. Was befindet sich mitten im Ozean? Die richtige Antwort ist leicht, der Buchstabe E. Heinrich ging zu einer Party. Diese 4 Frauen gefielen ihm. Er wollte mit einer von ihnen reden. Für welche sollte er sich entscheiden? Sieh dir die Hand der ersten Frau an. Sie ist ein Zombie. Die zweite Frau hat einen Vampirbiss am Hals. Sie könnte sich jederzeit selbst in einen Vampir verwandeln. Und die vierte Frau ist ein Geist. Heinrich sollte sich daher der dritten Dame nähern. Hallo. Detektiv Thomas erhielt einen Anruf von Heidi. Sie sagte, bitte kommen Sie her, ich wurde ausgeraubt. Alles ging so schnell. Meine Handtasche stand auf dem Rücksitz. Als ich an der Ampel halten musste, riss jemand die Tür auf und schnappte sich meine Tasche. Der Detektiv eilte schnell herbei. Doch als er ankam und Heidi sah, war ihm klar, dass sie gelogen hatte. Warum? Heidis Auto hat hinten gar keine Türen. Wie sollte ein Dieb etwas von der Rückbank stehlen? Hier stehen 3 Häuser. Mit einem scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Kannst du sagen, welches von ihnen verdächtig aussieht? Sieh dir die Fußspuren an. Sie führen zu Haus 1 und 3 und auch wieder weg. Hier kommen und gehen die Bewohner also. In das zweite Haus führen nur Fußspuren hinein.
Dort gehen Leute hinein und kommen nie wieder raus. Sieh dir diese Unordnung an. Kannst du zählen, wie viele Laptops du mit Hilfe dieser Verteiler laden kannst? Das Kabel vom dritten Verteiler ist kaputt. Bei dem zweiten ist eine Dose kaputt. Kabel Nummer 4 hat nur eine Dose und dient daher maximal als Verlängerung, ist also nutzlos. Und sechster Verteiler hat überhaupt kein Kabel. Mal sehen, was wir daraus machen können. Stecke Verteiler 1 in die Steckdose. Verbinde dann Verteiler 2 und 1. Du kannst noch zwei Dosen verwenden, um zwei Laptops zu laden. Eine Dose nutzen wir, um den fünften Verteiler anzuschließen. Eine Dose ist eh kaputt. Von Verteiler 2 können wir zwei Dosen verwenden. Bei Verteiler 5 sind es vier Dosen. Das macht zusammen weitere sechs Laptops. Insgesamt können also acht Laptops geladen werden. Daniel und Diana sind verheiratet. Sie gehen jeden Morgen im Park joggen. Wenn Daniel zwei Schritte macht, muss Diana drei machen. Wenn beide mit dem rechten Fuß anfangen, wie viele Schritte müssen sie machen, bevor sie beide gleichzeitig den linken Fuß vorne haben? Dieses Ziel erreichen sie nie. Sieh her! Hey Sherlock, ich habe einen Job für dich. Sind Sie bereit, Ihre analytischen Fähigkeiten zu verfeinern? Ja, super, da hast du's. Einmal zeigte Lilly, eine Immobilienmaklerin, einer wohlhabenden Familie eine luxuriöse Wohnung. Der Familie gefiel alles an der Wohnung, bis auf eine Sache. Die Wohnung hatte riesige, raumhohe Fenster. Und sie waren besorgt, dass jemand versehentlich das Glas einschlagen und herausfallen könnte. Lilly wollte diese teure Wohnung unbedingt verkaufen. Deshalb beschloss sie zu beweisen, dass das Glas unzerbrechlich war. Sie rannte zum Fenster und schlug mit voller Wucht dagegen. Das Glas zerbrach tatsächlich nicht. Aber Lilly fiel aus dem Fenster und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie konnte das passieren? Das Glas ist nicht zerbrochen. Es ist einfach aus dem Rahmen gesprungen. Eines Tages beschloss Detective Morris, einen Spaziergang im Park zu machen. Mitten auf seinem Spaziergang erhielt er einen Anruf von seinem Assistenten. Es stellte sich heraus, dass über Nacht ein riesiger Plastikhaufen am Rande der Stadt verschwunden war. Der Detektiv eilte dorthin und siehe da, die Information war wahr. Aber was war das Seltsamste? Es gab keine Reifenspuren oder andere Abdrücke in der Nähe des Ortes. Aber wie konnte der Dieb dann so viel Plastik transportieren, ohne ein Fahrzeug zu benutzen? Plötzlich bemerkte Detective Morris einige seltsame Fußspuren. Können Sie dem Mann helfen zu verstehen, zu wem sie gehören? Das sind definitiv keine menschlichen Fußabdrücke. Das sind keine menschlichen Fußabdrücke. Sie könnten von einem Tier stammen oder von einer anderen Kreatur. Der Fall wird von Minute zu Minute merkwürdiger. Detective Morris war stundenlang in der Stadt unterwegs, um nach Hinweisen zu suchen. Bald informierte ihn sein Assistent über das Verschwinden eines weiteren Plastikhaufens. Am Tatort fand der Detektiv die gleichen Fußspuren. Die Expertin, die er mit der Untersuchung der Fotos und Proben beauftragt hatte, antwortete ihm, dass die Fußabdrücke mit keiner anderen in ihrer umfangreichen Datenbank übereinstimmten. Sie schlug sogar vor, dass sie von einem Außerirdischen stammen könnten. Aber warum sollten Außerirdische unser Plastik brauchen? Morris beschloss, das nächste Verbrechen zu verhindern. Er ging wieder an den Rand der Stadt und entdeckte zwei Müllhaufen. Seht sie euch genau an. Welchen von beiden könnten die Außerirdischen stehlen wollen?
Sie werden sich auf jeden Fall für den linken Stapel entscheiden. Auf dem rechten Stapel ist zu viel Eisen. Aber die Aliens sind hinter Plastik her, also ist der linke Stapel dran. Detective Morris beschloss, die Außerirdischen auf frischer Tat zu ertappen. Nach etwa einer Stunde bemerkte der Mann ein Raumschiff, das nicht weit von dem Müllhaufen entfernt landete. Ein Außerirdischer kletterte aus dem Raumschiff und transportierte den Haufen, der Plastik enthielt, in das Schiff. Detective Morris war schockiert, aber es blieb keine Zeit für Panik. Eine kleine Tür an der Seite des Raumschiffs war offen. Er schlich sich hinein. Er hatte nur etwas Zeit, sich umzusehen, als eine Sirene zu heulen begann. Oh nein! Werden sie abheben? Der Mann eilte zurück zur Tür, aber sie war bereits verschlossen. Zum Glück bemerkte Morris eine mathematische Gleichung an der Tür. Sie sah aus, als sei sie aus Streichhölzern gemacht worden. 5 plus 7 equal sein 2. Aber die Antwort war falsch. Durch Versuch und Irrtum fand der Detektiv heraus, dass er nur ein Streichholz verschieben musste, um die Gleichung zu korrigieren. Wie kann er es schaffen? Detective Morris bewegte das Streichholz und erhielt 9. 7 equal sign 2. Die Tür öffnete sich und der Mann rannte um sein Leben. Aber die wichtigste Frage blieb unbeantwortet. Warum brauchten die Außerirdischen unser Plastik? Schreiben Sie Ihre Ideen in die Kommentare unten. Schauen Sie sich nun diese Tiere auf dem Bildschirm an. Eine Katze, ein Kamel, ein Gepard, ein Huhn, ein Krokodil und ein Schwein. Welches Tier gehört nicht hierher? Das Schwein ist der Sonderling unter den Tieren. Es ist das einzige Tier, dessen Name nicht mit dem Buchstaben C beginnt. Habt ihr es gefunden? Gut gemacht. Betrachten Sie diese 6 Gläser. Die ersten 3 sind mit Wasser gefüllt, während die anderen 3 leer sind. Wie kannst du sie so anordnen, dass sie abwechselnd voll leer voll sind, wenn du nur ein Glas bewegen kannst? Nimm das 2. Glas und gieße das Wasser in das 5. Glas. So geht's. Jetzt hast du 7 Gäste auf deiner Geburtstagsparty. Und deine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie du deinen sehr runden Geburtstagskuchen in 8 gleiche Stücke teilen kannst, indem du nur 3 Schnitte machst. Schneiden Sie Ihren Kuchen zunächst senkrecht in der Mitte durch, um ihn in 2 gleiche Teile zu teilen. Wiederhole den gleichen Vorgang, aber schneide diesmal horizontal. Jetzt hast du 4 Scheiben. Und der letzte, 3. Schnitt sollte seitlich über den Kuchen gehen. Voilà, Sie haben 8 gleich große Scheiben erhalten. Schauen Sie sich die unteren Zeilen an und versuchen Sie herauszufinden, welche von ihnen die Fortsetzung der oberen Zeile ist. Es ist diese Linie auf der linken Seite. Sehen Sie? Du wurdest von einem verrückten Wissenschaftler entführt, der seine neue Schutzcreme an dir testen will. Nachdem er dich mit dieser Lotion eingerieben hat, der du absolut nicht traust, bietet er dir an, einen der 3 Behälter zu wählen, in die er dich dann wirft. Einer der Behälter ist mit radioaktivem Abfall gefüllt. Im 2. Behälter befindet sich eine Säure, die sich sogar durch Metall fressen kann. Und der 3. ist mit Lava aus dem größten Vulkan der Erde gefüllt, der vor einem Jahr ausgebrochen ist. Welchen Behälter sollten Sie wählen?
Wählen Sie den Behälter mit der Lava. Wenn der Vulkan vor einem Jahr ausgebrochen ist, muss die Lava bereits fest sein. Schau dir diese Gefangenen an. Kannst du herausfinden, wer aus der Zukunft kam? Es ist der Typ in der Mitte. Im Gegensatz zu den anderen beiden Männern, die wie Menschen aus der Vergangenheit gekleidet sind, trägt er moderne Kleidung und coole Turnschuhe. Ein schreckliches Virus ist in einem Labor ausgebrochen. Und nun mutieren alle Tiere und Pflanzen auf der Erde mit erschreckender Geschwindigkeit. Du hast versucht, die Lösung zu finden, bist aber stattdessen in dem Labor gefangen, in dem alles angefangen hat. Es gibt drei Türen, durch die du entkommen kannst. Doch hinter der ersten verbirgt sich ein Haufen aggressiver, fleischfressender Kakteen, hinter der zweiten Tür hunderte giftiger Bienen und hinter der dritten Tür ein Angriff feuerspeiender, drachenähnlicher Monster. Welche Tür kann dich in die Freiheit führen? Wenn du die erste Tür wählst, kommst du lebend raus. Auch wenn die Kakteen Fleisch fressen, sind sie immer noch Pflanzen und können sich nicht bewegen. Du kannst sie also leicht umgehen. Du bist in einem Raum gefangen, der sich immer mehr mit Wasser füllt, das aus einem Wasserhahn in der Wand kommt. Es gibt keine Fenster in dem Raum und die Tür ist versperrt. Du hast einen Mob und einen großen Eimer. Was können sie tun, um zu überleben? Ja. Bei diesem Rätsel hast du keine Wahl, also überlege dir selbst, wie du aus dieser Situation herauskommst. Ihre Chancen, am Leben zu bleiben, sind viel größer, als sie vielleicht denken. Drehen Sie einfach den Wasserhahn zu. Nathan besuchte seinen Freund Zachary, der in einem Museum arbeitete. Seht mal, was ich hier habe. Ein unbezahlbares Manuskript, das vor mehr als 1000 Jahren geschrieben wurde. Zachary sah sich das Manuskript an und erkannte, dass sein Freund getäuscht worden war. Kommt dir irgendetwas an diesem Text seltsam vor? König Alfred V. regierte das Land von 1290 bis 1320 Verdunskürz. Wenn wir über die Daten vor der gemeinsamen Ära sprechen, sollten sie in umgekehrter Reihenfolge stehen. Der Originaltext würde lauten: König Alfred V. regierte das Land von 1320 bis 1290 Walfsutkirche. Ein Bösewicht hat dich gefangen und lässt dir nun die Wahl, in welchem Käfig er dich festhalten will. Aus dem Käfig kannst du nur durch den Deckel an der Decke herauskommen. Aber auf dem ersten Käfig befindet sich ein Nest mit Giftschlangen, auf dem zweiten Käfig kochendes Wasser und auf dem dritten Käfig ein hungriger Löwe. Welchen Käfig sollst du wählen, damit du entkommen kannst, wenn der Bösewicht einschläft? Entscheiden Sie sich für den zweiten Käfig, da das Wasser schließlich verdunstet und Sie ohne Probleme aus dem Käfig herauskommen können. Du bist in einem kleinen Raum ohne Fenster und mit nur einer Tür eingesperrt. Um da rauszukommen, musst du dieses Rätsel knacken. 1, 2, 3 equals sein 5, 3, 2, 1 equals sein 9, 2, 1, 1 equals sein 4, 1, 1, 2 equals sein 3, 1, 3, 2 equals sein Frage. Wie schnell kommst du aus dem verschlossenen Raum heraus? Die Antwort liegt in der Addition der zweiten und dritten Ziffer und der Multiplikation der Summe mit der ersten Ziffer. Nehmen wir die erste Gleichung 1, 2, 3 equals sin 5, 2 plus 3 equals sin 5, 1x, 5 equals sin 5.
stellen wir sicher, dass 3, 2, 1 equals sign 9, 2 plus 1 equals sign 3. 3x, 3 equals sign 9. Dann ist die benötigte Antwort wieder 5. 3 plus 2 equals sign 5. 1x, 5 equals sign 5. Jetzt wollen wir mal sehen, ob du über den Tellerrand hinausschauen kannst. Ein paar Rebus-Rätsel werden die Aufgabe erfüllen. Hehe, versuche dieses Rätsel zu lösen. Weg, Fortschritt. Es bedeutet Fortschritt im Gange. Wie wäre es mit diesem? Mittag gut. Es heißt guten Tag. Achten Sie auf die Anordnung der Buchstaben. C, L, E. A. N. Glauben Sie, dass Sie es herausfinden können? Es bedeutet aufräumen. Welches Wort oder welchen Satz können Sie hier sehen? Geben, give, give. Es steht für vergeben. Konzentrieren Sie sich. Ich glaube, Sie können dieses Rätsel knacken. 1 Ende, 3 Ende, 5 Ende, 7 Ende. In diesem Rebus verstecken sich Kleinigkeiten. Versuchen Sie, dies herauszufinden. STA4NCE. Es heißt zum Beispiel, gute Arbeit. Mr. Carter, ein reicher Mann, der Antiquitäten sammelte, bat Detective Morris, Eichen zu besuchen. Als der Detektiv ankam, sagte der Sammler, ich habe gerade eine wertvolle Statuette bekommen. Aber ich muss für eine Woche auf Geschäftsreise gehen. Und ich habe Angst, dass jemand in mein Haus einbricht. Natürlich ist die Statuette versichert, aber trotzdem... Detective Morris hatte andere dringende Dinge zu tun, aber er versprach, am Abend wiederzukommen, um eine Lösung zu finden. Doch als er einige Stunden später eintraf, war Mr. Carter verzweifelt. Ich habe meine Schwester zum Arzt gefahren und war etwa eine Stunde lang weg. Aber als ich zurückkam, war die Statuette verschwunden. Detective Morris glaubte dem Sammler nicht. Warum eigentlich? Als er am Nachmittag das Haus verließ, bemerkte er einen Apfel, der vor dem linken Teil des Tores lag. Er ist immer noch da. Aber damit ein Auto durchfahren kann, müssen beide Teile des Tores offen sein. Das bedeutet, dass Herr Carter gelogen hat, als er sein Haus mit dem Auto verließ. Aus einer Bank wurden mehrere Goldbarren gestohlen. Die Polizei hatte einige Verdächtige. Ab er, als sie beim Haus des Hauptverdächtigen ankamen, stellten sie fest, dass sie vergessen hatten, einen Durchsuchungsbefehl mitzubringen. Der Mann sagte ihnen, dass er ihnen nicht erlauben würde, sein Haus zu durchsuchen. Kommen Sie mit dem Durchsuchungsbefehl zurück, dann reden wir weiter. Eine Stunde später kamen die Polizeibeamten mit den erforderlichen Dokumenten zurück. Sie durchsuchten das Haus und den Garten gründlich, fanden aber das Gold nicht. Plötzlich rief einer der Beamten aus, ich weiß, wo er das Gold versteckt hat. Haben Sie es auch schon herausgefunden?
Das Gold befindet sich im Schwimmbecken. Als die Polizei den Mann zum ersten Mal besuchte, war der Wasserstand im Becken viel niedriger. Ein sehr berühmtes Gemälde ist aus einem Museum verschwunden. Später gelang es der Polizei, es zu finden. Aber es gab ein Problem. Sie fanden nicht ein, sondern drei Gemälde. Nur eines von ihnen ist ein Original, die anderen sind nur Kopien. Kannst du der Polizei helfen, herauszufinden, welches das Originalgemälde ist? Es ist der mit dem braunen Rahmen. Schauen Sie mal, alle Rahmen im Museum sind im gleichen Stil gehalten. Du wurdest an der besten Schule für Hexerei und Zauberei angenommen. In einem der Kurse, die du besuchen musst, geht es um die Verwandlung in Tiere. Es gibt drei Professoren, die diesen Kurs unterrichten. Jeder von ihnen ist auf die Verwandlung in ein bestimmtes Tier spezialisiert. Schau dir deine Professoren an und versuche herauszufinden, in welche Art von Tier sich jeder von ihnen verwandelt. Ist dir aufgefallen, dass der erste Professor eine gespaltene Zunge hat? Er muss sich in eine Schlange verwandeln. Der zweite Professor hat den Schwanz eines Löwen. Das muss das Tier sein, in das sie sich verwandelt. Und der dritte Professor hat Bärenkrallen. Er muss sich in einen Grizzlybären verwandeln. Justins Traum kann wahr werden. Er ist Azubi bei der Polizei. Doch um ein richtiger Detektiv zu werden, muss er sich einer Herausforderung stellen. Sie besteht aus den kniffligsten Rätseln. Und hier ist das erste. Die Polizei sucht schon seit 2 Tagen nach Kyle. Dieser ging wandern und kehrte nicht wieder zurück. Doch endlich wurde er gefunden. Jemand hat ihn überwältigt und im Gebüsch liegen lassen. Kyle hat nur das Wort Freund mit zerbrechlicher Stimme rausbekommen, bevor er ohnmächtig wurde. Die Polizeibeamten verdächtigen 3 Personen. Alle von ihnen waren Kyles Freunde. Zachary sagte, er habe die letzten Tage auf der Arbeit verbracht, um sich auf eine Konferenz vorzubereiten. Jesse erzählte den Beamten, er habe sich seinen Knöchel verstaucht und 4 Tage im Bett liegen müssen. Und Billy meinte, er sei geschäftlich nach New York gereist. Er zeigte den Beamten sogar seine Bordkarte. Wer steckt hinter dem Überfall? Justin ist ein aufmerksamer Kerl. Er bemerkte sofort, dass Billy nur eine Bordkarte gezeigt hatte. Wie kam er dann wieder aus New York zurück? Seine Story kommt einem spanisch vor. Nun wird Justin ein Zettel mit ein paar Ziffern draufgegeben. Er muss auf die fehlende Ziffer kommen. Es handelt sich um den Code für den Safe mit den Beweisen. Er braucht die Nummer, um den nächsten Fall zu knacken. Justin hat nicht lange dafür gebraucht, um zu wissen, dass die 7 fehlt. Er musste einfach nur die Zahl weiterführen. Der Safe ist also offen. Justin sieht einen Ordner mit einem Fall, den er als nächstes lösen muss. Mr. White, ein wohlhabender Geschäftsmann, ist direkt aus seinem Schlafzimmer verschwunden. Aber er konnte noch eine Notiz hinterlassen. Darauf stand der 3. Juli, der 3. Mai, der 1. September und der 6. Februar. Die Polizei befragte alle Menschen, die zu dem Zeitpunkt im Haus waren. Lisa, Mr. Whites Ehefrau, war schockiert. Mein Ehemann war immer so vorsichtig. Ich weiß gar nichts. Ich war bei meinen Eltern. Logan, Mr. Whites Sekretär, meinte, er habe an Dokumenten für seinen Chef gearbeitet und seinen Schreibtisch nicht verlassen. Und Rose, Mr. Whites Tochter, antwortete, ich hatte Gäste und wir haben das Zimmer nicht verlassen. Der Fall ist bisher noch nicht geklärt. Ob Justin ihn knacken kann?
Hinter Mr. Whites Verschwinden steckt seine Ehefrau. Der 3. Juli heißt der Buchstabe L. Der 3. Mai meint den Buchstaben I. Der 1. September S und der 6. Februar A. Zusammen ergibt das Lisa. Am nächsten Tag verhörte Justin Mary, eine Verdächtige, in einem kniffligen Schmuggelfall. Sie weigerte sich zu reden. Doch irgendwann schrie sie: Ich werde jetzt mein Telefon in diesem Kaffee ertränken und ihr werdet nie die Wahrheit rauskriegen. Doch Justin hat sich überhaupt nicht von ihr beirren lassen. Warum nicht? Der Becher war nur mit Kaffeebohnen gefüllt. Mit dem Telefon wäre also nichts passiert. Ein Schuhputzer wurde verhaftet und auf die Station gebracht, auf der Justin arbeitet. Der Mann ließ alle wissen, dass er eine ehrliche Person sei. Er hatte die Schuhe seiner Klienten kostenlos geputzt und überließ ihnen die Höhe einer Spende. Doch dann hat Justin ihn durchschaut und er wusste, was er für einen Trick anwendete. Der Mann hatte einen Schuh umsonst gereinigt, doch niemand wollte mit nur einem geputzten Schuh auf die Straße. Deshalb bezahlte jeder viel Geld für den anderen Schuh. Einmal rief Justins Boss seine Ehefrau an und sagte ihr, er würde um 8 nach Hause kommen. Beide hatten für den Abend eh nichts mehr geplant. Der Mann war fast pünktlich zu Hause, nämlich 8:05. Doch seine Ehefrau war in Rage. Der Chef war verdutzt. Als er am nächsten Tag zur Arbeit kam, fragte er Justin, ob er eine Erklärung für seine wütende Frau habe. Justin sagte seinem Chef, ihre Ehefrau hat sie 8 Uhr abends erwartet, doch sie kamen 8 Uhr morgens nach Hause. Justin wurde heute auf Patrouille geschickt. Als er so durch die Straßen lief, kam ihm etwas Seltsames zu Gesicht. Ein Mann lief mit einem Eimer voll Wasser aus seinem Haus, schrie herum und schüttete das Wasser auf seinen Gehsteig. Justin hatte ein bisschen gebraucht, bis er wusste, was hier vor sich ging. Der Mann wollte sein Auto waschen, doch als er im Haus Wasser holen war, wurde sein Wagen gestohlen. Eines Tages wurde eine Bank ausgeraubt. Die Polizei nahm an, dass das Sicherheitspersonal der Bank den Verbrechern zum Raub verholfen haben müsse. Justin musste 3 Sicherheitsleute befragen. Der erste Mann sagte ihm, er habe Schreie gehört und sei sofort dorthin geeilt. Doch als er ankam, seien die Verbrecher schon verschwunden gewesen. Der zweite Sicherheitsmann erklärte ihm, er habe zu der Zeit einen Kaffee getrunken und überhaupt nichts gehört. Und der dritte Mann meinte, er sei den Räubern hinterhergelaufen. Allerdings seien seine Schnürsenkel aufgegangen. Danach sei er zu einem Notausgang gekrochen, doch dort habe sich die Tür geöffnet und ihm den Kopf gestoßen. Als er zurückkam, seien die Verbrecher schon weg gewesen. Justin wusste sofort, welcher Sicherheitsmann dahinter steckte. Es war der dritte Sicherheitsmann. Jeder Notausgang öffnet sich aus Sicherheitsgründen immer nach außen. Justins nächste Verdächtige war eine junge Frau. Er hat sie zuvor noch nie gesehen, aber er hatte ein Foto von ihr. Als er sich das Foto so ansah, kam ihm irgendetwas falsch vor, aber er wusste nicht was. Und dann plötzlich dämmerte es ihm. Was hat Justin rausbekommen? Das Mädchen war im Haus, doch die Tür war von außen blockiert. Wie ist sie in das Haus rein und aus dem Haus rausgekommen? Durch das Fenster im 2. Stock? Unwahrscheinlich. Ein berüchtigter Krimineller konnte aus einem 50 Meter hohen Turm fliehen. Jemand hat ihm ein Seil und eine Schere zugesteckt. Justin fand heraus, dass das Seil nur 25 Meter lang war. Der Verbrecher hatte das Seil in der Mitte durchgeschnitten. Jetzt muss der zukünftige Detektiv nur noch verstehen, wie der Mann mit dem Seil entkommen konnte.
Der Kriminelle hat das Seil tatsächlich in der Mitte durchgeschnitten, aber nicht quer. Er hat entlang des Seils geschnitten, knotete beide Enden aneinander und konnte so ohne Probleme den Boden erreichen. Noch ein neuer Fall für Justin. Martin hat sich im September ein Auto gekauft und jetzt, nur einen Monat später, wurde es gestohlen. Alle vier Verdächtigen zählen zu Martins Freunden. Das Verbrechen ereignete sich Mittwoch um 22 Uhr. Um die Uhrzeit war Alan Badminton im Park spielen. Natalie fuhr von Arbeit nach Hause. Roy ist mit seiner Katze Gassi gegangen und Rose war noch kurz einkaufen. Wer steckt hinter dem Autodiebstahl? Alan, es war Oktober. Um 22 Uhr ist es schon viel zu dunkel, um Badminton zu spielen. Ein wichtiges Dokument fehlt und Justin muss es finden, bevor der Chef aus seinem Urlaub kommt. Er ist so weit, dass er drei Personen festmachen konnte. Als das Dokument verschwunden ist, war Randy in seinem Büro, um einen neuen Fall zu analysieren. Johnny nahm noch vor seinem Workout im Fitnesscenter eine Dusche und Kyla war auf dem Schießstand. Wer hat das Dokument geklaut? Es war Johnny. Wer duscht denn bitte vor dem Training? Dem Flughafenpersonal kam zu Ohren, dass ein Goldschmuggler bald mit dem Flugzeug abheben würde. Justin wurde um Hilfe gebeten. Der Verdächtige wurde beim Zoll aufgehalten. Doch das Sicherheitspersonal konnte in seinem Koffer nichts Verdächtiges finden. Nur ein paar Privatgegenstände. Sie mussten den Mann gehen lassen, doch als er seinen Koffer nahm und wegging, wusste Justin, dass der Mann das Gold hatte. Doch wie kam er darauf? In dem Koffer waren nur ein paar Sachen, also hätte der Mann ihn mit Leichtigkeit tragen müssen. Doch er musste beide Hände benutzen. Das heißt, da drin hatte er etwas Schweres versteckt. Justin hat Feierabend und entschließt sich, bei seinem Lieblingscafé Halt zu machen. Doch als er seinen Cappuccino bestellte, wurde ihm seine Brieftasche entwendet. Er konnte nur noch die Umrisse des flüchtenden Mannes erkennen. Justin lief ihm nach, doch prompt fuhr der Dieb mit einem schwarzen Auto davon. Unser zukünftiger Detektiv sprang sofort in sein Auto und verfolgte den Mann. Doch er konnte nicht so schnell fahren, weil es regnete. Nach 10 Minuten verschwand das schwarze Auto hinter einer Ecke. Als Justin hinterherfuhr, sah er drei ähnliche schwarze Autos, die vor einem Apartment parkten. Doch er brauchte nicht lange, um zu sehen, welches Auto dem Dieb gehörte. Wie konnte er das wissen, ohne das Autokennzeichen gesehen zu haben? Der Boden unter dem ersten und dritten Auto ist trocken. Doch unter dem zweiten Auto ist er nass. Das heißt, sein Besitzer muss gerade erst angekommen sein. Ein Mann kam in die Polizeistation und Justin sollte mit ihm reden. Der Mann behauptete, ihm wurde eine falsche Münze angeboten. Der Verkäufer habe ihm gesagt, die Münze sei antik und er glaubte ihm. Doch als er nach Hause kam, realisierte er, dass er hinters Licht geführt wurde. Justin hat sich nur kurz die Münze angesehen und gab dem Mann sofort recht. Warum? Auf der Münze stand 15 vor Christi, doch die Menschen, die damals lebten, wussten ja nicht, dass sie bald eine neue Ära erleben würden. Und der Traum wird wahr. Justins Probezeit ist vorbei und jetzt darf er sich Detektiv nennen.